Herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter am Samstag, Sonnabendmorgen. Die ersten kräftigen Gewitter sind am Freitagabend in der Nacht auf Samstag über das Land gezogen. Jetzt liegen die Gewitterreste, die Schauerreste über dem Nordosten des Landes. Wir sehen es auf dem Radarbild vom frühen Morgen des Samstags, wie ganz im Norden und im Osten des Landes aktuell noch Regen fällt. Sonst ist es schon weitgehend trocken und tagsüber, da folgen nur noch vereinzelt Schauer oder lokale Gewitter nach. Meist ist es trocken. NRW, Rheinland-Pfalz, da kann es im Laufe des Nachmittags vielleicht noch den einen oder anderen Regenguss geben. Sonst hinter dieser Regenfront, die dauert, es dauert, bis die abgezogen ist, durchaus Mittag, früher Nachmittag, bis sie dann über die Pommersche Bucht abgezogen ist. Dahinter ein Gemisch aus Sonnenschein und ein paar Wolken. Insgesamt der Wettereindruck freundlich, vorübergehend die Beruhigung. Temperaturen, die sind im Land sehr unterschiedlich. Nur 8 bis 10, 11 Grad Raum Berlin und nordöstlich davon hingegen bis zu 23, 24 Grad am Oberrhein, da frühlingshafte Temperaturen. Der Sonntag, da kommt dann die leichte Umstellung, das heißt, im Laufe des Tages wird es so aus der Schweiz heraus, von den Vogesen her unbeständiger. Da gibt es vor allem im Westen und im Süden des Landes lokale Regengüsse, dazwischen aber durchaus noch einmal im Rhein-Neckar-Kreis, durchaus um die 23, 24 Grad. Also die Frühlingswärme bleibt uns dort vorerst erhalten. Insgesamt aber der Sonntag etwas unbeständiger als der Samstag. Im Norden und Osten, da ist es trocken mit einem Gemisch aus zum Teil kompakteren Wolken und Sonnenschein. Und schauen wir auf den XL-Trend, den Langfristtrend für Freiburg im Breisgau. Da gibt es sehr Unterschiede, ob man eben im Nordosten des Landes ist. Da ist in den nächsten Tagen eher ein leichter Temperaturanstieg da und es ist weitgehend trocken. Im Südwesten des Landes hingegen, da stehen ziemlich wechselhafte, zum Teil recht nasse Tage an. Da gibt es in den nächsten 8 bis 10 Tagen durchaus immer wieder Regengüsse und dazu die Temperaturen eher im Abwärtstrend gegenüber den letzten Tagen, wo wir deutlich über die 20 Grad Marke hatten. Da geht es jetzt abwärts noch einmal eher. Also eine kalte Wetterphase oder kühle Wetterphase jetzt für Anfang Mai steht uns bevor. XL-Trend also genau für Ihre Region nachschauen.